Mobilität ist die wohl greifbarste Stellschraube auf dem Weg zu einer emissionslosen und nachhaltigen Zukunft. Doch die Realisierung allgemeiner klimaneutraler Fortbewegung stößt auf viele Hürden. Münster scheint in diesem Zusammenhang eine Vorreiterrolle zu bekleiden. Eine 500.000 Fahrräder auf ca. 300.000 BürgerInnen ist im deutschlandweiten Vergleich eine herausragende Statistik. Dennoch macht der Sektor Verkehr im städtischen CO2-Haushalt immer noch satte 25% aus und ein knappes Drittel der täglichen Fahrten werden weiterhin mit dem Auto gemacht. Auf sogenannten Fahrraddemos, die von der Bewegung Fridays for Future organisiert werden, gehen die BürgerInnen Münsters deshalb in Begleitung ihrer Leze für eine klimafreundlichere Zukunft auf die Straße. Wir waren für euch vor Ort und haben mal nachgefragt, was passieren muss, damit die MünsteranerInnen noch mehr Rad fahren. Also man sieht ja schon, dass teilweise es mehr Fahrradstraßen gibt in Münster. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt. Und die CO2-Steuer, wenn die insgesamt angehoben wird, trägt das sicher auch mit dazu bei. Und auch den Fahrradverkehr weiter auszubauen insgesamt, um das auch einfach attraktiver zu machen, sich hier mit dem Fahrrad in der Stadt zu bewegen. Und eben auch autofreie Innenstadt natürlich. Also ich denke, wir haben in Münster ja schon eine ganz gute Situation. Natürlich ist es wie überall, wenn man das Radwegnetzwerk noch mehr ausbauen würde, wird das natürlich bestimmt auch noch was bringen. Aber ich denke, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg. Und wenn man einfach so weitermacht, die Stadt ist ja sehr engagiert eigentlich jetzt mit den neuen Fahrradstraßen, dass wir da auf einem guten Weg sind. Auch Lorenz Opitz, engagiertes Mitglied der Fridays for Future Ortsgruppe Münster, hält ein Umdenken der Verkehrsstruktur für notwendig. Ganz konkret heißt das natürlich weniger Autos und dafür dann mehr Menschen, die zu Fuß gehen, die Fahrrad fahren oder die den ÖPNV benutzen. Und da reicht es eben nicht, einfach nur zum Beispiel alles gleichermaßen fördern zu wollen. Ja? Man sagt, wir wollen es irgendwie allen recht machen. Ja, bessere Radwege, mehr Radwege. Also von mehr ist immer gerne die Rede. Aber natürlich sollen auch alle irgendwie noch jeden Ort mit dem Auto erreichen können. Neben dem Fahrrad darf der ÖPNV als weiteres nachhaltiges Verkehrsmittel natürlich nicht fehlen. Mit einem Anteil von 10% der Wege am Münsteraner Verkehrsaufkommen ist dieser jedoch die wohl unattraktivste Fortbewegungsmöglichkeit. Doch warum ist das so? Also tatsächlich ist es für mich, wenn ich in meine Heimatstadt fahre, so, dass ich mehr bezahle, wenn ich mit dem Bus fahre, als wenn ich mit dem Auto fahre. Und das macht es natürlich für mich schwieriger, mich da jedes Mal moralisch richtig zu entscheiden. Der muss billiger werden, sehr viel billiger, und Autofahren muss teuer sein. Besonders junge Generationen liegt eine nachhaltige Zukunft am Herzen. Doch wie können junge Leute sich in dieser Hinsicht Gehör verschaffen? Klar, also Demo ist ein Mittel, sage ich immer, ne? Und das ein Mittel von vielen. Man muss an vielen Enden sozusagen arbeiten. Wir haben versucht, über so eine Demo die Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren, den Druck auch ein bisschen zu erhöhen, zu zeigen, wir sind viele, die ein Interesse daran haben. Natürlich bleibt es immer noch irgendwie bei einer symbolischen Aktion, da muss natürlich mehr folgen. Also es gibt Gespräche in einem Verkehrswendebündnis, in dem wir auch als Fridays for Future Ortsgruppe, an dem wir teilhaben, zusammen mit anderen Bündnissen noch, also wo man sich einbringen kann, engagieren kann, sind auch Menschen aller Altersgruppen dabei. Und da werden dann auch konkret Gespräche geführt mit politisch Verantwortlichen in der Stadt. Dann gab es mal den Parking Day, weiß ich, auf der Wohlbecker Straße, wo man dann Sofas rausgestellt hat und einen Kübel und mal versucht hat, eine Spielstraße für einen Tag daraus zu machen. Es gibt die Critical Mass, wo jetzt länger ausgesetzt natürlich wegen der Virussituation, aber dass man dann freitags für eine Fahrraddemo trifft. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß, an Schulen gibt es Projekte. Und natürlich zunächst mal selber das Fahrrad benutzen. Ja, und sich vielleicht, gerade wenn man jetzt im Schulalter ist, sich nicht von Mama, wenn es mal regnet, mit dem SUV am besten noch zur Schule fahren lassen. Der Weg zu einer nachhaltigen Verkehrsstruktur scheint steinig und voller Hindernisse zu sein. Doch man darf zuversichtlich sein. Die Fahrraddemo hat gezeigt, dass der Wille zu klimafreundlicher Mobilität da ist.